Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Wir spielen heute Uno. Uno! Ich glaube, Uno kennt jeder. Ich muss dazu, glaube ich, nicht viel erklären. Trotzdem sage ich nochmal so, es gibt ja immer so ein paar Hausregeln. Und wir spielen jetzt das ganz normale Uno ohne Punkte, weil man kann das auch mit Punkte, mit so eine Variante mit Punkte gibt es da. Und viele andere Varianten gibt es. Wir spielen ja zum Beispiel grün und man muss dann grün legen. Kann ich eine 1 oder blau legen. Jetzt würde entweder blau gehen. Und jetzt entweder blau oder 0. Also das ganz normale, wie man das zu zweit spielt. Da ist 0, jetzt haben wir rot. Dann zum Beispiel jetzt rot oder 0. Und halt das ganz normale Uno, wenn wir jetzt so spielen. Da haben wir die 2-Zink-Karte, die Joker-Karte, womit man sich. 2-Zink-Karte, die Joker-Karte, womit man sich die Farbe aussuchen kann. Seiten drehen. Bei 4 Spielern wäre es dann andersrum lang gehen. Nicht mehr in Uhrzeigersinn, sondern gegen Uhrzeigersinn. Bei uns beiden wird es dann sein, einmal aussetzen. Also zu zweit ist es die gleiche Karte, da gibt es noch diese, plus 4. Zu zweit ist es das gleiche. Aussetzen, aussetzen. Wenn man mit mehr spielen will, das heißen, der nächste Spieler wird übersprungen. Wenn da einer sitzen will, er wird übersprungen und Lona wäre dran. Ja, wenn die Lona gespielt hätte, wird es so rum weiter normal gehen, aber dann geht es so rum weiter. So, was gibt es denn da noch für Karten? Sag mir mal, Luna, Baby. Aber an sie. Hm? Keine Ahnung. Die haben wir schon. Die haben wir. Die haben wir. Plus 2 haben wir. Joker haben wir. Die haben wir. Plus 2, 4. Puh. Die Karten. Am Anfang sind nur die Zahlen. Hier sind die ganzen anderen Sachen. Also müssen wir wirklich nochmal richtig gut durchmischen. Nur verschiedene Farben. Ja, das ist das zur Erklärung von diesem Spiel. Und jetzt werde ich mal sagen, wir mischen die Karten gut. Jeder kriegt dann die 7 Startkarten auf der Hand. Mhm. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Das war's zu der Erklärung von Uno, das ganz normale Spiel. Wie gesagt, es gibt auch viele Varianten. Hier steht Variante. Ah, wo sind die Varianten? Hausregeln, Uno für Fortgeschrittene, 7 on Uno, Jump in Uno. Das sind so alles Varianten. Mit Paaren kann man spielen, also gegenüber, die spielen dann zusammen oder nebeneinander. Da gibt es ein paar Varianten, die man mal ausprobieren kann, wer Interesse daran hat. Gibt es noch ein paar Varianten dazu. Stehen alle schön beschrieben, aber wir spielen jetzt das ganz normale Uno. Deutschland gegen Indonesien gleich. Also, bis gleich!